Bei der Interaktion von Elektronen mit den Elektronen eines Atoms, wenn das hier die Schalen eines Atoms sind und hier sind überall die Elektronen, also das hier soll mal das Atom sein, in der Mitte der Atomkern, außenrum die Schalen mit Elektronen. Bei dieser Interaktion kommen nachher auch wieder bei der Interaktion von Elektronen mit Atomen in einer Probe, also das soll mal das Atom in der Probe sein, das hier die verschiedenen Schalen mit Elektronen drauf. Und bei dieser Interaktion, wenn also ein Elektron hier von oben ankommt, kann es passieren, dass würde Elektronen nach draußen kommen. Und diese Elektronen haben dann unterschiedliche Namen. Die Elektronen sind natürlich alle gleich, der Prozess ist anders. Und die Bezeichnung dieser Elektronen läuft hier nach dem Prozess. Die einfachsten Elektronen sind so ein bisschen, wenn die Elektronen von außen kommen und dann befindet sich vielleicht hier ein Elektron, dann stößt das auf diese Elektronen drauf. Das hier fliegt raus und dann wird dieses Elektron, das hier außen rausgehauen wird und nach draußen gelangt. Gelangt natürlich nicht alle nach draußen, es kann auch einfach in die Probe rein, aber dann sehen wir es natürlich nicht. Aber wenn es nach außen gelangt, dann nennt man das ein sekundäres Elektron. Oder auch kurz SE. Im Englischen dann genauso Secondary Electrons. Die zweite Möglichkeit ist, dass das Elektron, das hier reinsaust, im elektrischen Feld des Kerns gestreut wird und dann wieder nach außen kommt. Kann auch ein anderer Winkel sein, kann auch so sein, oder wenn es von der anderen Seite kommt, woanders wird es in die Richtung gestreut und so weiter. Jetzt denkt man natürlich sofort hier Bremsstrahlung. Nein, das passiert hier nicht, das ist ein anderer Prozess, der was mit der Atomphysik zu tun hat. Auf jeden Fall geht hier kaum Energie verloren. Und das ist wichtig. Das heißt, diese Elektronen, die hier zurückgestreut werden, so heißen die Rückstreuelektronen oder im Englischen Backscatter Electrons, also BSE, Backscatter Electrons, die kommen fast mit der gleichen Energie raus, mit der sie reingekommen sind. Also wenn die Elektronen hier vielleicht so etwas wie 15 keV hatten, Kiloelektronenvolt, dann haben die hier auch immer noch so etwas wie vielleicht 13, 14 oder so etwas Kiloelektronenvolt oder auch noch fast 15 Kiloelektronenvolt. Wohingegen die Sekundärelektronen sehr geringe Energien haben. Die haben Energien vielleicht von so etwas wie 50 bis 200 Elektronenvolt. Ja, also kein Kilo davor. Das ist dann schon massiv anders. Das heißt, wenn man die hier aufträgt in einem Diagramm mit der Energie hier auf der X-Achse, und hier die Häufigkeiten, würden hier die SE-Elektronen kommen. SE-Elektronen. Hier wäre sowas vielleicht wie 200 Elektronenvolt. Und dann braucht man hier schon eine Lücke, denn hier hinten stehen dann vielleicht 15 Kiloelektronenvolt und hier wären dann die Backscatter Electrons. Es gibt auch hier dazwischen so ein paar Elektronen, also die können natürlich auch ein bisschen Energie verlieren, also es gibt hier so einen graduellen Übergang, aber die meisten sind dann hier hinten. Jetzt gibt es noch einen dritten Prozess. Dazu male ich nochmal kurz ein Atom auf. Und bei diesem dritten Prozess passiert es, wie bei der charakteristischen Röntgenstrahlung, da kommt dann ein Elektron angeflogen. Bis hier unten schlägt dann dieses Elektron aus der Schale raus, also das Elektron selbst wie immer abgelenkt. Das Elektron wird hier rausgeschlagen und von oben rutscht dann ein Elektron nach. Also zum Beispiel das hier rutscht dann, ein bisschen größer, das hier rutscht nach unten nach, das Elektron von hier oben nach unten. Und dabei wird charakteristische Röntgenstrahlung frei. Diese charakteristische Röntgenstrahlung
verlässt jetzt aber nicht das Atom, sondern hier befindet sich gerade ein Elektron, trifft auf dieses Elektron und dieses Elektron fliegt dann nach außen. Also von der eigenen Röntgenstrahlung, die hier ankommt, hier rausgeht, wird es ionisiert. Und weil es die eigene ist, nennt man das Ganze auch Eigenionisation. Dann hat man diese Elektronen hier. Und die Elektronen haben so Energien vielleicht 10 bis 1 Kiloelektron, 10 Elektronenvolt bis 1 Kiloelektronenvolt. Und diese Elektronen heißen auch Auger-Elektronen. Nein, natürlich nicht. Das geht auf Pierre Auger zurück, einem Franzosen, und deshalb spricht man so Auger aus und nicht Auger. Und diese Auger-Elektronen wären dann hier im Diagramm, also bei 10 Elektronen bis 1 Kiloelektronenvolt, die kommen dann mehr so als Peaks, die können dann so hier ein bisschen, natürlich auch hier vorne ein bisschen drauf sitzen. Das wären dann die Auger-Elektronen. Also hat man einmal Sekundärelektronen hier vorne mit den niedrigsten Energien, dann die Auger, die durch diesen Effekt zustande kommen, und dann hier noch die Backscatter-Elektrons. Diese ganzen unterschiedlichen, diese Elektronen, die durch diese unterschiedlichen Prozesse entstehen, kommen aus unterschiedlichen Tiefen einer Probe. Also wenn wir jetzt mal hier eine Probe hätten, das ist die Oberfläche der Probe, und dann kommt der Elektronenstrahl, wie immer, von hier oben auf die Probe drauf. Und dann dringen die Elektronen hier in diese Probe natürlich ein. Und jetzt ist es so, dass die Auger-Elektronen aus dem obersten Bereich kommen. Also die obersten, hier kommen die Auger-Elektronen her. Vielleicht die obersten nur wirklich ein paar Atomlagen, also vielleicht so etwas wie 10 Nanometer. Das sind wirklich nur ein paar Atomlagen. Dann aus dem unteren Bereich, aus dem Bereich dann darunter, kommen die SE-Elektronen, vielleicht bis ein paar hundert Nanometer Tiefe, hängt immer ein bisschen von der anderen Spannung ab, aber sowas sind die Backscatter-Elektronen, die kommen dann hier aus dem unteren Bereich. Das Ganze weitet sich dann so ein bisschen und hier kommen dann die Backscatter-Elektrons her. Aus dem Bereich kommen unter anderem auch noch dann charakteristische Röntgenstrahlung. Und auch noch ein paar andere Sachen können auch noch daher kommen. Aber die Elektronen, die kommen erstmal aus diesen drei Bereichen. Und die ging es jetzt mal um Auger-Elektronen, Secondary Electrons und die Backscatter Electrons.